Oktoberfest mit Überraschungen und für St. Peter am Hart mehr Lebensqualität und Verkehrssicherheit. Die Altheimer Straße B148 ist eine wichtige Verkehrsverbindung für das Innviertel und führt mitten durch die rund 2500 Einwohnergemeinde St. Peter. Endlich ist sie da, die neue Umfahrung, und nach 2 Jahrzehnten Wartezeit atmet eine ganze Region auf. Die Umfahrung St. Peter bringt für St. Peter mehr Lebensqualität, sie bringt mehr Sicherheit. Wir werden einen Großteil des Verkehrs, ich gehe von ungefähr 90% aus, auf die Umfahrung verlagern können. Das bringt all denen etwas, die eigentlich in St. Peter nichts zu tun haben, sondern nur eine Strecke überwinden müssen. Das bringt Sicherheit für die Straßenbenutzer und bringt eben Lebensqualität. Bis zu 14.000 Fahrzeuge donnerten bereits täglich durch die Gemeinde, mit einem Schwerverkehrsanteil von 17%. Das entspricht 2.400 LKWs, die täglich durch das Ortsgebiet von St. Peter fahren müssen. Die neue Umfahrung bedeutet für unseren Ort irrsinnigen Gewinn an Lebensqualität und Sicherheit. Es ist ein wunderschönes Gefühl heute, das Baustellenfest am 22. August, dass es stattfinden kann. Wir alle sind glücklich und froh. Es ist ein Licht am Ende des Tunnels und heute leuchtet es besonders hell. Und so etwas gehört natürlich würdig gefeiert. Das Innviertel wird um eine sinnvolle Umfahrung reicher und das kostet natürlich Geld. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 16,3 Millionen Euro. Die 5,5 Kilometer lange Umfahrung mit 4 Unterführungen und 2 Überführungen, bestückt mit ca. 12 Kilometer landwirtschaftliche Begleitwege, sorgt in der Zukunft für weniger Staus und mehr Verkehrssicherheit. Es war die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h, aber ein relativ langes Ortsgebiet und der querende Verkehr hat natürlich irrsinnig lange Wartezeiten gehabt, was wieder dazu führte, dass ja dann manchmal versucht wird, ob man nicht doch zwischen einer Autozeile durchkommt, und das hat natürlich Gefahren bedürfen und die Straße war insgesamt im Freilandbereich zu schmal und gerade im Winter, wenn Schneeverwehungen waren oder Eisglätte, hat sehr viele schwere LKW-Unfälle gegeben und damit hoffen wir, dass das Problem der Geschichte angehört. Um für dieses Projekt einen reibungslosen und kostenfreundlichen Bau abzuwickeln, gründeten die beauftragten Firmen extra eine Arbeitsgemeinschaft. Beide Baufirmen, sowohl die Paar als auch die Strabag, sind im Innviertel tätig und wir haben einfach die Stärken der beiden Baufirmen gebündelt. Auf der einen Seite die Paar, die im Erdbau sehr stark ist, auf der anderen Seite die Strabag, die Asphaltmischwerk in Neunkirchen und Enknach hat und auch den Brückenbau gemacht hat. Und so haben wir gesagt, probieren wir es miteinander und Gott sei Dank waren wir erfolgreich. Eigentlich mit Ausnahme von dem Schlechtwetter in der Anfangsphase ist alles positiv verlaufen, alles unfallfrei, Gott sei Dank. Und somit sind wir auch etwas früher fertig wie geplant. Die Überraschung bei diesem Baufest ist die Eröffnung der Umfahrung. Und somit ist es möglich, dass ab Freitag, dem 28. August 2015, die Umfahrungsstraße St. Peter am Hart für den Verkehr freigegeben ist. Der Politprominenz und den Besuchern war es möglich, mit Oldtimer-Traktoren die Umfahrung zu besichtigen. Für St. Peter steigt die Lebensqualität und es kehrt etwas Ruhe in ihre Gärten.